Es war ein Donnerstag im Oktober des Jahres 1835. In der Diele des Hauses in der Menkstraße, das die Familie Buddenbrook vor kurzem erworben hatte, erwartete man Gäste. Danke für die Einladung. Diese beiden jungen Leute haben wir in der Königstraße getroffen, der Doktor nicht, als sie von ihren Studien kamen. Prächtiger Bursche. Thomas muss Kaufmann werden. Darüber besteht kein Zweifel. Christian dagegen scheint mir ein wenig Tausendsasser zu sein, wie? Er wird studieren, denke ich. Immer der Nämliche. Mon vieux, Patsy. Kurios. Guten Morgen, Paula. Guten Morgen, Toni. Meine Liebe, scheint mir geboten, Toni in strengere Obhut zu geben. In ein Pensionat. Heirate ihn doch. Es ist eine sehr gute Partie. Er wird Professor am Gymnasium werden. Einen bürgerlichen? Gott, seid ihr scheußlich. A voyou, Madame. So bitte, s'il vous plaît. Sie werden sich heute Abend nicht mehr verheiraten. Und ich wäre auch Kaufmann. Ja, Christian. Du willst jeden Tag etwas anderes. Herr Grünlich, Betsy. Meine Tochter Antonia. Thomas haben Sie ja schon im Kontor kennengelernt. Das ist mein zweiter Sohn Christian. Ich komme in Geschäften. Sei mit Ernst bei den Geschäften am Tage. Aber mache nur solche, dass wir bei Nacht ruhig schlafen können. Nein, nein! Ich habe ja Nein gesagt! Ich gebe Ihnen einen Korb! Verstehen Sie das denn nicht, Gott im Himmel? Sie haben Sympathie für die Adligen. Ein Abgrund trennt Sie von uns anderen, die wir nicht zu den herrschenden Familien gehören. So, punktum. Hü! Dann sit ich da auf dem Sofa in Siedenkleid. Und sie bedienen mich denn. Meuterei! Die Ordnung wird wiederhergestellt. Ich frage dich also, meine liebe Toni, ob du dich bereit hältst, deinem Mann auch in die Armut hinein zu folgen. Wie haben wir das eigentlich angefangen? Das Töchterchen und die 80.000 Mark zu ergattern. Ja, das arrangiert sich. Du bist noch jung, wirst dich wieder verheiraten. Ja, ich werde mich wieder verheiraten. Du sollst sehen, alles wird durch eine neue Partie wieder gut gemacht. Jetzt wirst du Konsul. Nach Onkel Gotthold wirst du Konsul der Niederlande. Gratuliere. Hier geht es in die Küche, Speisekammer und Wirtschaftsräume. Markus sagt, geschäftlich sei hier alles sehr gut gegangen unterdessen. Hier ist es hübsch. Hier will ich bleiben. Und Sie sind in unsere Stadt verschlagen worden. Ja, Käthe Schanks. Da tun sich die gnädige Frau halt wundern. Ja, mein lieber Herr Permaneder, das ist wahr. Wie gehen die Geschäfte, Herr Permaneder? Schanks, München. München ist halt nicht so eine Geschäftsstadt wie Lübeck. Der fade Kerl, der Zwiedere, den, wenn ich jetzt da hätte, den ausgeschamten Kerl, den ausgeschamten, den darf ich vielleicht herwatschen. Pfui, Herr Permaneder, nein, damit müssen Sie aufhören. Diese Selbstständigkeit, das ist so gar nichts für mich. Diese Verantwortlichkeit. Als Angestellter, da geht man abends sorglos nach Hause und... Ein Junge, ein Erbe, das habt ihr gut gemacht. Mein Gott, habt ihr das gut gemacht. Ich disponiere über mein Vermögen, wie es mir beliebt. Billigkeit und Vernunft setzen deine Belieben Schranken. Tom, aber Tom. Und du fragst mich nicht. Du gehst über mich hinweg. Thomas. Lass es gut sein, Tom. Du bist gereizt, ich sehe es wohl, ich will nicht in dich dringen.
Wenn ich es aber auf die Dauer nicht kann. Ich kann nicht lange Zeit dasselbe tun. Werde elend davon. Siehst du? Alles für uns. Morgen feiert die ganze Stadt. Stoßen wir an auf die nächsten 100 Jahre des Hauses Buddenbrook. Möge die Firma weiter wachsen, blühen und gedeihen. Wie satt ich das alles habe, dieses Taktgefühl und Feingefühl. Auf die Kinder. Ihnen gehört die Zukunft. Jeder verlängert sein eigenes Leben in das der Kinder hinein. Einen Haufen Mist kann man nicht anstinken. Was für ein Busendonnerwetter. Unter dem hätten zwei von uns Platz.